Das ist so nervig immer mit dem Autocomplete, dass das nicht direkt geht, sondern man immer erst runter tippen muss. So, jetzt ist die Wand fertig, also die Fackeln kommen. Dann kannst du schon um Eis kümmern und Knöpfe. Ah, okay, na gut. Also nehmen wir Packed Eis dann, gell? Oder Blue Eis. Ja, aber jedenfalls macht es aber nur auf der Hälfte vom Gang, weißt du, machst nicht auf dem Ganzen, oder? Naja, wenn du es nur auf der Hälfte machst, dann rutschst du übelst schnell runter mit dem Boot und da kannst du das okay, gar nicht gebrauchen. Okay, dann mach's halt auf dem Ganzen. Oder noch am Check 2. Ja, dann machen wir das hier ab dem Raum, oder? Ja, vielleicht ein paar Blöcke weiter hier hinten. Ich klau dir deinen Milcheimer. Oh nein, der ist übelst wertvoll. Ist der Milcheimer so wichtig? Ja. Etwas, was Milcheimer heißt, kann nicht wertvoll sein. Na, hä, wieso? Doch. Meinst du, Basti kommt nochmal? Basti? Ach so, ja klar. Bestimmt, der hat schon angemeldet. Morgen will er hier 24/7 Livestream machen. Er steht in der Teilnehmerliste, okay? Ja, zu Recht. Ich meine, er hat mehr gespielt als zum Beispiel Verkehrt MC damals. Das muss man erstmal schaffen. Alter, wie schnell hat denn hier eigentlich Handy gestern noch weiter... wie schnell hat Handy hier eigentlich noch weitergebaut, als er hier war? Hä, was? Hat er was gemacht? In seiner Höhle ist ja ordentlich weitergeworden. Hier sind ja jetzt so Baumstämme und so drin. Und so Fassaden. Ach so, ja, das habe ich mir noch nicht angeguckt, aber kann sein. Der war nur eine halbe Stunde da. Wie schnell hat denn das gemacht? Ja, eben. Ich finde, müssen wir auch noch ein Portal setzen, fällt mir gerade ein. Ja. Das machen wir auch gleich, habe ich gehört. Was? Noch ein netter Portal? Bei Shanti? Ja. Da kriege ich auch die Krise. Bitte auf die Fackeln setzen. Oh ne, können wir die nicht einfach weglassen? Die sind wichtig. Aber wir können hier auch einfach Buttons platzieren auf dem Boden, dann spawnen auch keine Mobs. Warte mal, ich probiere das. Es müsste gehen, wenn wir hier /fill. Und jag mal wieder, hol mal wieder Street auf den Server und zeig ihm, was alles gebaut worden ist, dann wird er überrascht sein. Ja. Muss ihm einen Nether haben, muss ihm alles zeigen. Na, das kann ich machen. Dann wird er sich denken, ach du Scheiße, die haben ja wieder kein Leben. Bestimmt wird sich aber auch, vielleicht bringe ich mal aktive Folgen. Ne, er bringt keine aktiven Folgen. Warte mal, wie heißt es? Dark Oak Button. Und geht's? Oh nein. Die ploppen alle ab und jetzt liegen die hier rum. Warum muss das immer so sein? Warum werden die so scheiße gedreht? Ah, da kannst du bestimmt noch mehr einstellen. Dark Oak Button, ah ja, Klammer auf. Face. Okay, Ceiling, Floor, ja. Jetzt sind sie. Ja, perfekt. Okay, ich muss mir nur Face, Floor merken. Ob es jetzt gleich bis zum Ende geht? Ich probiere es immer wieder. Ah, es hat geklappt, perfekt. So, und die Buttons sind fertig, zumindest auf dem Gang. Dann machen wir das wahrscheinlich jetzt auch noch für den anderen alles. Ah, du fährst schon los hier und hast das Ding gebaut, sehr gut. Vielleicht kannst du auch noch hingehen und Fackeln setzen, ja. Was? Nein, bitte. Doch. Wir haben doch gesagt, nein, wir machen stattdessen die Buttons. Hallo. 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 Das sieht besser aus dann. Hä, das sieht nicht besser aus, dann machst du es doch. Keine Diskussion, da kümmere dich jetzt mal drum, das ist deine Aufgabe. Ja, aber du kannst es auch machen, weil ich kann es nicht leichter mir machen als du, weißt du? Bei den anderen Sachen kann ich es verstehen, weil ich die Befehle kann und du nicht, aber bei den Fackeln, das könntest du auch selber irgendwie jetzt in der Zeit tun. Wir haben auch das gemacht, wir haben doch gerade die Rollenverteilung gemacht. Hä, wann haben wir eine Rollenverteilung gemacht? Sind wir im Roleplay oder was? Ja, genau. Nee. So, dann mache ich das jetzt gleich in einem Zug, also Dark Oak Button wieder und dann diese Teile. Aber natürlich nicht vergessen, dass das einen drüber sein muss. Aber nicht Schilder jetzt auf wie viele Blöcken der Höhe? Auf 2 Blöcken oder 3 Blöcken an dem Portal? Hä? Auf 3 Blöcke ist die Höhe der Fackeln. Ich will die Schilder. Und dann sind immer... Ach so, Schilder sind auf der zweiten Höhe, genau. Okay, hier können wir hoffentlich bis ganz hinten wieder durchziehen direkt. Ja, okay, das ist jetzt erledigt mit der Strecke. Aber ich würde sagen, weil wir nehmen jetzt schon wieder anderthalb Stunden fast auf, dass ich hier erstmal Schluss mache, oder? Wir können sehr gut Folgen rausbekommen. Ja. Oh jo, du machst es ja sogar richtig. Nee, obwohl, du hast immer einen Abstand zu viel. Scheiße. Also, guck, dann machst du es jetzt. Oh nein. Ach, du machst es jetzt. Nein, dann ist es wenigstens perfekt. Hey, wieso hast du eigentlich hier dahinter angefangen? Machen wir erstmal lieber da und dann das ab. Dann machen wir hier 1, 2. Ne, ich würde sagen, hier fangen wir an und dann passt das ja schon mal. Genau, immer 5 dazwischen, das wollte ich noch sagen vorhin. Hier stimmt's ja fast wieder. Scheiße, ist das eine nervige Arbeit, Alter. Kann einem das nicht ein Bot oder so abnehmen? Das ist doch hier stumpfes Zeug, wisst ihr? Vielleicht macht das ja der LA. Hol den mal her. Ja, Alter. Geil, wozu sind sie da?
Oh ne, hier sind die ja noch falsch platziert. Ey, ich habe mich jetzt schon wieder orientiert. Hier ist es richtig. Hier stimmt's auch. Ne, hier ist einer zu viel. Hier auch. Oh Mann, was mache ich denn? Obwohl hier, das kann so gegenüber sein. Das passt besser. Oh ne, jetzt habe ich die ganzen, die richtig waren, auch schon wieder abgerissen. Och ne. Bin jetzt einfach lang geflogen, weil ich die falschen wegmachen wollte. Ah, das von oben zu machen ist viel besser. Das hätte ich vorhin schon direkt so machen müssen. Dann nehmen wir das hier wieder als Orientierungspunkt. Ah ne, warte. Da hatte ich einen Knick in der Optik. So und da und dann hier. Ist das geil, das zu machen. Da freut man sich richtig, weißt du? Dafür stehe ich morgens auf. Das ist mir klar. Oh, es passt sogar auf der einen Seite schon mal. Okay, dann jetzt nur noch die andere. Und die ist sogar relativ einfach, wenn ich das Konzept von vorhin anwende. Muss ich nämlich nicht nochmal neu abzählen. Also vorhin hätte ich auch nicht neu abzählen müssen, aber da hätte ich immer so ganz komisch mich drehen müssen vorher. Hey, was sind das jetzt noch für Koordinaten? Mach mir bitte keine Angst. Ja, das ist noch eine andere Stadt hier. Das ist der Ort, wo Bleidermo wohnt. Was? Bleidermo? Ja. Wie, das müssen wir jetzt auch noch anbinden? Ja. Was? Nein. Und Shandy noch. Verarsch mich nicht, hä? Shandy? Nein. Hä, die wohnen doch unter unserer Nähe, Shandy und so. Ja, aber Shandy braucht trotzdem eine Anbindung. Ja gut, aber da ist ja nicht so weit weg. Ja, aber Bleidermo. Ach, Bleidermo? Ich wusste gar nicht, dass der mitgemacht hat, so richtig. Der war dabei. Lol. Was heißt wahr? Da steht immer noch eine Teilnehmerliste, ja? Das darf man nicht vergessen. Okay, ich bin fertig, Alter. Ich glaub's kaum. So, jetzt kannst du bei Bleidermo weitermachen. Ach nein, ey, bitte nicht. Auch wenn das jetzt nicht so schlimm ist, ich habe jetzt irgendwie keine Nerven mehr, hier irgendwas zu machen. Ey. Das ist für das Wohlergehen der Stadt. Ja, wow, und dann fallen dir noch drei ein, die muss ich jetzt auch noch machen. Nee, komm, komm mal. Und dann noch irgendwie so ein random Dorf, wo wir einmal waren. Klar. Weil da ein guter Villager gehandelt hat. Ja, genau. Der aber mittlerweile eh nicht mehr da ist, aber vielleicht spawnt ja noch ein neuer oder so. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen das werden, ne? Weil so viel dazwischen war, was ich rausschneiden muss auch. Kannst ja hier nicht alles anbieten, ne? Dieses Ganze. Ach, ich wusste gar nicht, dass ich hier den ganzen Wald schon so weit abgebaut habe. Da fehlen nur noch die Bäume hier vorne. Wie viele Folgen hast du von Top Deck 3 eigentlich schon? Um die 40 jetzt. Aber ich glaube schon deutlich mehr, wenn ich mal ehrlich bin. Das werden 100% wieder 100 Folgen. Nee, ich bin jetzt... Also ich glaube, wenn ich das quasi ausgleiche oder jetzt mal im Kopf überschlage, bin ich bei 50 mittlerweile. Ich finde das Projekt bei 35%. Echt? Wie, was meinst du, wie lange das noch läuft? Wollen wir das etwa nach Snow Village immer noch zocken dann? Hä, natürlich. Echt? Okay. Alter, ey, guck mal, ich fange jetzt eine neue Stadt an. Ja, aber dann läuft ja auch wieder Tiny CR10, also sind die dann parallel. Ja. Okay, aber dann sag nicht später auch, ne, offiziell ist es aber doch schon vorbei. So hast du es nämlich jetzt bei Tiny CR9 gemacht. Da hieß es auch erst, dass wir das parallel zocken und dann doch nicht mehr jetzt. Und ich würde mir nur einreden, dass es noch läuft. Ja. Wird mir stinken, meine Stube. Ja, genau. Okay, ja, in meinem Haus bin ich jetzt nicht viel weitergekommen, aber ich glaube, ich hatte noch nichts dazu gesagt, was ich hier vorhab. Und zwar möchte ich eigentlich nur in der Mitte Glas setzen und hier nicht. Ja, doch, eigentlich müssen da andere Böden rein. Jedenfalls wird da von oben kein Licht reinfallen können, deswegen macht es nicht so viel Sinn. Hier wird es aber schon sein, also ich will da Sonne einfallen lassen und ich weiß noch nicht, wie viele Etagen das wären. Ich überlege mir im nächsten Stream was, da muss ich definitiv mal weiterbauen. Es geht so nicht hier an, dass das Haus so unfertig bleibt. Ja gut, aber ich würde erstmal die Folge beenden an der Stelle. Also danke fürs Zusehen, bis später und ja, ciao.